Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Randall's Monday. In der letzten Folge, die für mich nicht mal eine Minute her ist, sind wir beim Comicgeschäft erfolgreich in dieses Sicherheitssystem eingebrochen und konnten den super Zuckerschnecke-Katalog, Unterwäsche-Katalog, ich muss mich mal da ein bisschen spezialisieren, für unseren Chef holen. Mann, ich hoffe nur, ich wache morgen nicht im Mittelalter auf oder sowas. Und wollen uns jetzt ein bisschen schlafen legen. Tag 3, immer noch Montag, Mortimers Verlies. Okay, das wird wieder ein langer Tag. Ich sollte wohl mal den alten Emerson besuchen. Ich hab da was, das ihn vielleicht interessiert. Das stimmt, und ich habe auch schon eine Ahnung, wie es an der Stelle dann weitergehen könnte. Oh, Mortimer hat aufgeräumt. Abgeschlossen. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Der kann's partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Können wir denn irgendwas als Ersatzklinke benutzen? Das da? Ich kann nicht einfach Mortimers Tür einschlagen. Versuchen wir es mal mit einer einfacheren Lösung. Nee, ich kann nicht meine Klinke abbauen. Was? Vergammelter Hotdog? Der ist wirklich in meinem Inventar vergammelt? Okay. Eine einfachere Lösung ist, die Tür einzuschlagen. Das heißt aber, wir sind nicht so auf dem falschen Weg, oder? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Na gut, nehmen wir erstmal wieder wie jeden Morgen die Zeitungen. Merkt es auf den Titel. Wird langsam traurige Gewohnheit. Oh Gott, Idiot hat sich selbst erfroren. Es ist immer noch Montag, es ist immer noch dieselbe Ausgabe. Und Ned ist wieder auf dem Titelbild mit seinem Tod. Diesmal können wir sogar einen Blick in den Kühlschrank dann demnächst werfen. Aber ansonsten hat sich hier absolut gar nichts verändert, soweit ich das sehen kann. Nee, das auch am Kühlschrank ist dasselbe. Nee, gehen wir mal vor die Tür. Da müsste ja der Marconi sein. Oh Mann, was jetzt? Ich frage mich, welche Geheimnisse draußen lauern. Ich sehe einen hässlichen, zornigen Mann in meiner Zukunft. Verdammt, Hicks! Ich kann dich da drin hören! Mach auf! Oder ich schwöre bei meinen Ahnen, ich reiß dir den Arsch auf! Hey, Mr. Marco. Wow! Okay, da haben Sie mich kalt erwischt. Ihr neuer Look gefällt mir, Mr. Marconi. Da haben Sie ja alles gegeben. Mit wem zur Hölle redest du da, Hicks? Wag es ja nicht, dich über meinen Namen lustig zu machen. Wir, die Marconis, sehen das gar nicht gern. Die Marconis? Es wird ja immer besser. Die Veränderung dieses Mal ist, dass er ein Röckchen trägt. Worum geht's denn dieses Mal? Können Sie mir hier mal helfen? Kumpel Matt, Marconis? Die Marconis, hä? Das erklärt den Rock. Immer dasselbe. Das ist kein Rock, das ist ein Kilt! Und das ist eine altehrwürdige Tradition. Ich trage ihn genau wie meine Vorfahren ihn getragen haben und die Vorfahren meiner Vorfahren. So ist es eben, Söhnchen. Ich dachte, all Ihre Vorfahren wären Cannellonis. Was? Hölle, nein! Sicher? Ich meine, ich dachte immer... Hicks, du tust es schon wieder. Was genau? Hör auf, das Thema zu wechseln und gib mir mein Geld. Ja, also, wo wir gerade von Geld reden, Sie räumen ja in letzter Zeit ganz schön ab, hä? Ach, hör doch auf! Mir ist egal, was man redet. Wenn ich verliere, dann gibt's keine Panik. Aber wenn ich mal 2 Spiele in Folge gewinne, verlieren plötzlich alle den Verstand. Was für ein Loser. Spiele? Wovon reden Sie da? Ja, jeden Donnerstag. Ach, reden wir nicht von Poker? Naja, ich zumindest nicht. Oh, was soll's. Ich sag's nicht nochmal, Hicks. Her mit dem Geld, oder du wirst es bereuen. Ich kann mir jetzt einen Auftragskiller leisten, das weißt du. Okay, muss wohl Ihr Glückstag sein. Hier ist ein schönes, dickes Bündel Scheine mit Ihrem Namen drauf. Gefällt Ihnen das? Monopoly-Geld?
Das hast du schon versucht. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ich bin überrascht, dass Sie beim ersten Mal drauf reingefallen sind. Aber eins ist sicher, ich gebe immer mein Bestes. Das kann man nicht leugnen, oder? Sündchen, ich hab genug von dir. Noch ein Wort und... Okay, ganz ruhig, Mr. McConey. Sehen Sie, ich hab Ihr Geld. Was für ein armen Teufel hast du denn dafür übers Ohr gehauen? Eine kleine Erbschaft, das ist schmutziges Geld, aber Sie können auch jederzeit einfach meine Schulden streichen. Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht, Mr. McConey. Nehmen Sie einfach Ihr Drecksgeld und lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht, Mr. McConey. Nehmen Sie einfach Ihr Drecksgeld und lassen Sie mich in Ruhe. Söhnchen, du weißt, ich schere mich nicht wirklich um dich. Aber pass auf, was du sagst, wenn du mit mir redest. Gewöhn dir mal einen höflicheren Ton an, du arrogantes, nutzloses Stück Scheiße! Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, Mr. Scheiße! Kann ich Sie nicht einfach Mr. DeVito nennen? Nein. Okay, also Sie haben ja jetzt Ihr Geld, also machen Sie, dass Sie verdammt nochmal verschwinden, bevor ein Windstoß uns zeigt, was wirklich unter Ihrem Rock ist. Ich gehe, wann immer es mir passt. Also dann, ich gehe dann mal. Ich habe eine Menge zu tun. Ja, und eine Menge Leute zu nerven. Wie war das? Ich sagte, Sie sind ein ständiges Ärgernis. Und jetzt raus! Du zeigst keinerlei Respekt vor mir, Söhnchen. Pass bloß auf, da drehst du dir noch mal einen Strick draus. Ich komme wieder. Ja, ich weiß, dass Sie das werden. Ich wünschte, Sie würden nicht, aber Sie werden. Das ist nicht gut. Wenn ich den Alten jeden Morgen bezahlen muss, ist mein Geld bald alle. Ich muss diesen Ring so schnell es geht wiederbekommen. Hier hängen überall Koalas an der Wand und da war ein Typ im Auto. Hätte ich auf den irgendwie achten sollen? Es war ein alter Kerl, falls das irgendwie hilft. Koalas. Kriechtiere finde ich besser. Wie süß. Die hängen hier überall. Am Ende sitzen hier bestimmt ganz viele Koalas statt der Tauben auf dem Ding. Okay, Videothek können wir immer noch nicht rein. Irgendwann können wir das bestimmt, nehme ich mal an. Wow, jetzt haben wir nur noch Geld. Jetzt wird es wieder bald schwierig. Wenn er dann morgen kommt und die Miete bezahlen, also wir die Miete bezahlen sollen. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir noch aufs Dach können. Okay, die Tauben sind weiterhin tot. Was sagt denn die Gasse? Der Hund ist da und der Penner ist da. Blumentopf auch immer noch? Alles ist kaputt? Was hast du uns denn heute zu sagen? Hey, sieh an. An dich habe ich gerade gedacht. Wenn du nach dem suchst, was du für wahr hältst, wirst du nie den rechten Weg finden. Nein, 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 aufhören. Ich hab deine lahmen Selbsthilfesprüche satt. Ich bin hier in einer heiklen Lage, weißt du? Du kennst den Ring und du weißt auch, was er mir antut. Ich weiß, wie es war. Ich weiß, wie es gewesen sein könnte. Und ich weiß, wie es wird. Du versuchst, ihn wiederzubekommen. Und das ist gefährlich. Der Ring hat seinen eigenen Willen. Er spielt nur mit dir. Erzähl mir mehr über den Ring. Erzähl, wie kann ich das alles in Ordnung bringen, der Ring. Er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Nee, wir sind mal freundlich, denn der ist eigentlich recht praktisch. Erzähl, wie kann ich das alles in Ordnung bringen? Du musst es einfach durchziehen. Folge deinem Instinkt und bezahl für alle deine Fehltritte. Bezahlen? Lass dich einfach treiben. Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen. Wenn du die Gegenwart veränderst, wird die Vergangenheit neu geschrieben. Und denk dran, alles, was du berührst, wird gezeichnet. Ach komm, erzähl mir auch was ich noch nicht weiß. Du wirst ermordet werden. Fuck! Hast du gerade gesagt, ich werde umgebracht? Und du wirst selbst dafür verantwortlich sein. Scheiße, Mann. Du machst mir echt Angst. Deswegen bin ich ja hier. Wow, ob das stimmt? Erzähl mir mehr über den Ring. Er gehörte lange Zeit mir, aber er wurde meiner Gesellschaft überdrüssig.
Scheint so, als würde er jetzt gern das eine oder andere nachholen. Er will einfach seinen Spaß mit anderen Leuten haben, ohne Verpflichtungen. Neuer Tag, neuer Typ und ein neues Leben, das er ruinieren kann. Gott, genau wie jedes Mädchen, mit dem ich je zusammen war. Der Ring ist also an deiner Situation schuld? Hä? Er hat dich zu dem stinkenden Penner gemacht, der du jetzt bist? Genau. So seltsam das klingt, ich war nicht immer ein Penner. Lustige Geschichte eigentlich. Bevor ich den Ring in die Finger bekommen habe, war ich einfach ein Geschäftsmann. Oh, Alter, bitte. Mir ist jetzt schon langweilig. Kein Wunder, dass der Ring keinen Bock mehr auf dich hatte. Das hat er getan. Ich erinnere mich an die Situation, als wir das erste Mal mit Matt in der Bar saßen und über den Ring gesprochen haben. Da hat er gesagt, er hat den Ring einem Penner für ein paar Doritos oder so abgenommen. Dann war das tatsächlich der, das habe ich bis jetzt gar nicht kombiniert. Das war euch vielleicht bestimmt schon klar. Vielleicht bestimmt vor allen Dingen. Ja, machen wir mal weiter. Der Ring, er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Na gut. Ich würde sagen, hier gibt's vorerst... Soll ich die jetzt reparieren oder was? Hier gibt's vorerst wahrscheinlich nichts mehr zu holen. Mit den Koalas können wir auch noch nichts machen. Wie niedlich das ist, dass die überall abhängen. Der Fremde steht woanders, der stand sonst hier vorn. Okay, hier ist aber alles haargenau so. Die Tante ist dort mit ihrem Stift, da ist die Mütze, die Olle ist da. So, wir wollen zum Amazon Express. Halt, was war denn das für ein Gehirn da gerade? Wenn du mal einen wichtigen Gegenstand verpasst, mach dir keine Sorgen, du kannst immer zurück, um ihn dir noch zu holen. Das Gehirn bei dem Comicbuchladen wird der Psychiater sein, oder? Nehme ich zumindest mal an. Bevor wir zum Amazon Express gehen, würde ich gerne mal bei Mel reinschauen, was sich dort geändert hat. Wow. Wieso ist hier zu? Was steht da? Liebe Kunden, beachten Sie, dass wir heute auf der Sci-Fi-Con auf der Dr. Fred Edison Street zu finden sind. Okay, bevor wir mit dem hier reden, mit seinem... Ach, okay, Bob. Bob, der Baumeister. Die Arbeiterklasse, wie sie leibt und lebt. Hey, gute Arbeit, Bob. Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Ja. Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Im Hydrant-Anmal-Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja, ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für gar nichts. Aber gern. Farbe, wofür können wir die Farbe denn überhaupt verwenden? Wir haben Weiß und Rot, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Fixierer. Ach nee, das Rote ist nur die Farbe. Dose rote Farbe. Dafür habe ich bestimmt Verwendung. Und Fixierer. Das sieht aus wie eine Dose Fixierer. Der kommt nach der Farbe drauf. Okay, was müssen wir denn rot lackieren? Ich sehe es noch nicht ganz, dass es Sinn macht. Deswegen würde ich behaupten, wir sind noch nicht ganz an der Stelle, wo es Sinn muss. Fremder? Hey, wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an! Du hast ganz schön Eier, hier wieder aufzutauchen. Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht.
Ja, oder? Die Leute sagen immer wieder, wie tapfer ich bin. Wissen Sie, ich mag's ja einfach. Klimaanlage, kalte Getränke, was zum Lesen. Haben Sie jetzt Arbeit für mich oder nicht? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Haben Sie jetzt Arbeit für mich oder nicht? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Arbeit für dich? Im Ernst? Ist das dein Ernst? Hör genau zu. Du hättest niemals wiederkommen sollen, nachdem du meinen kostbarsten Besitz zerstört hast. Ich hätte wirklich gedacht, du wärst klüger. Na schön, es tut mir leid wegen Ihrem Hund. Ich dachte wirklich, er wäre schon ausgestopft. Was hast du Baxter angetan? Ganz ruhig, das war doch nur Spaß. Entspannen Sie sich mal, Chief. Ich red nicht lange drumrum. Dieses Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats! Hicks, ich sagte dir schon, das Alphabet rückwärts rülpsen macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats! Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch immer, hau einfach ab! Ich will dich nie wiedersehen! Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher. Wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas. Wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wach liegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment, so funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt nochmal ab, du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Meine Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen! Also, eigentlich... Ich will's nicht hören! Raus hier! Wir geben Ihnen das Ding aber trotzdem mal. Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke, Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner. Ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Okay, jetzt haben wir das alles am Start und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Lieferschein am Paket... Der Lieferschein für das Päckchen, das ich bei der Sci-Fi-Con abgeben soll. Genau. T-Shirts? Und es steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau? Was soll ich denn jetzt damit? Schätze, ich könnte die ausliefern. Aber ist das mein Job? Scheiß Shirts ausliefern? Wie konnte es nur so weit kommen? Eigentlich ist das unser Job. Das sind die Shirts, die ich in dem Paket gefunden habe. Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Müssen wir die Shirts rot färben? Ich wüsste zwar nicht, warum wir das tun sollten, aber müssen wir das? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das jetzt wirklich an die Sci-Fi-Con ausliefern müssen.
Wir probieren es mal. Dazu müssen wir zu Charlies Comic. Ganz wichtig ist auch noch, dass wir zu Matts Wohnung gehen, denn da müssen wir den neuen Mordfall betrachten. Aber erstmal hin zu den Comics. Alle Veränderungen, die du verursachst, aufgenommene Gegenstände, zerstörte Dinge, werden in der nächsten Episode nicht zurückgesetzt. Denk daran. Okay, ich glaube, ich bin total falsch gefahren, denn wir hätten ja... Halt, kann man jetzt beim Psychiater rein? Tatsächlich. Denn wir hätten zu Matts Wohnung gemusst. Dort ist ja die, Sci-Fi-Con. Das machen wir mal ganz schnell. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber das Coole ist, dass wir wissen, dass der Psychiater jetzt offen hat. Erkunde deine Umgebung. Es gibt einige quasi versteckte Gegenstände. Oh Gott, jetzt ist Kramer vor der Tür. Ein Koala. Ich hoffe, wir können einfach an dem vorbeigehen. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur... Er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Warte hier, Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Was ist es diesmal? Ich weiß, es waren die Nachrichten. Was ist es diesmal? Es ist Matt. Oh, was für eine Überraschung. Es ist passiert. Was genau? Matt, er hat's doch getan. Was? Wovon redest du? Er hat sich eingefroren. Freiwillig? Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennen, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Okay. Was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt.
Fassen Sie mich nie wieder an. Ich hab die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich hab nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Als ich meinen Boss das letzte Mal gesehen habe, gab es einen ziemlichen Anschiss. Seitdem gehe ich ihm eher aus dem Weg. Und was geht Sie das an, was ich in meiner Freizeit mache? Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich? Amazon Express ist ziemlich weit von hier. Ich weiß, aber ich musste diese... Sekunde mal. Woher wissen Sie, wo ich arbeite? Es ist mein Job, Dinge zu wissen, Kleiner. Aber hier geht's auch nicht um mich, sondern um dich und was du weißt. Also komm schon, fang an zu reden. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin Kurier und ich liefere Sachen aus. Manchmal hier, manchmal dort. Immer auf Achse, Sie wissen ja. Immer auf Achse, hm? Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stell hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Verstehe. Und jetzt mal im Ernst, sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich hab reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, also... 15 Minuten später. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankopple, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Nein. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt... Es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt! Matt ist so dämlich! Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze! Mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon, ich muss noch... Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Okay, wir können uns jetzt wieder bewegen. Und wir haben Ted und Ned hier drin und können in der Küche auch nochmal gucken. Mir ist eins aufgefallen, nämlich, dass der Mixer trotzdem voller roten Zeug ist. Der Blendomatic 9000. Es gibt nichts Besseres.
War das das letzte... Doch, das war das letzte Mal auch Blut, ne? Bevor wir weitergucken und den Abschiedsbrief auch lesen, liebe Leute, mache ich jetzt aber eine Aufnahmepause und gehe ins Bett, denn es ist 5 Uhr morgens durch und ich sollte langsam schlafen gehen. Deshalb würde ich sagen, bis zur nächsten Episode von Let's Play Randall's Monday. Tschüss!